Ja, herzlich willkommen bei The Spine Specialist und bei einer neuen Rubrik. Letztendlich ist es ein Reaction, heißt also, wir reagieren zunächst mal auf unsere eigenen Videos. Im Verlauf werden wir das Ganze natürlich auch noch für andere Videos machen, aber heute gehen wir unsere eigenen YouTube-Videos durch und werden das Ganze mal entsprechend kommentieren und bewerten. Hintergrund ist einfach, dass ja letztendlich unsere Community gefragt hat und wir uns dann überlegt haben, dass wir das entsprechend machen und ja, einfach mal erklären, wie das Video entstanden ist, was der Hintergrund war. Und vielleicht fällt uns auch was auf, was wir hinterher vielleicht nochmal anders machen würden. Und von dem her geht's jetzt los. Das ist unser Trailer, haben uns auch lange Gedanken gemacht, aber ich höre das immer wieder noch gern. Ja, jetzt haben wir gerade noch eine Szene gesehen, da bin ich einmal reingelaufen. Bei der Szene ärgert mich immer, dass mein Namensschild so ein bisschen schief ist. Aber ja, wir haben uns dann im Verlauf dazu entschieden, es einfach so zu belassen. Ja, auch hier kann man kurz stoppen. Man sieht letztendlich, das war so die erste Idee, sage ich mal. Ja, der Name ist geblieben. Das Logo hat sich zwischenzeitlich verändert. Ja, auch da, wir machen uns natürlich Gedanken irgendwie in allen Bereichen und auch da wollen wir einfach einen Wiedererkennungswert haben und deswegen haben wir uns dafür unser Logo entschieden. Und ja, man sieht, ne, im Vergleich zum ersten Video, wie das letztendlich vom Wandel her zu sehen ist. Herzlich willkommen auf meinem Kanal oder meiner virtuellen Sprechstunde. Bevor ich erkläre, was wir hier vorhaben, möchte ich mich zunächst vorstellen. Mein Name ist Dr. Manuel Ego. Ich bin Chefarzt der Neurochirurgie im DRK-Schmerzzentrum in Mainz. Wie der Name. Ja, was gibt es hier zu sagen, wenn ich es jetzt im Nachhinein so anschaue? Ich habe es ja schon mehrfach gesehen, aber irgendwie, ja, was sieht man hier? Man sieht hier einen leicht nervösen Spine Specialist, der irgendwie das erste Video dreht. War natürlich alles noch sehr, sehr ungewohnt. Auch da haben wir uns Gedanken gemacht, wie machen wir das am besten? Schlussendlich haben wir uns für den Weg entschieden. Virtuelle Sprechstunde im eigentlichen Sinne. Am Ende sind es tatsächlich viele Videos geworden, die auch den Einblick in den OP gegeben haben. Ja, was ich glaube einfach, was der richtige Weg war. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Reaktionen bekommen, was das angeht. Und ja, letztendlich wird ja immer nach mehr verlangt. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das im Verlauf machen. Ja, ich habe gerade gemerkt, dass ich mein Handy nicht lautlos gemacht habe. Deswegen machen wir das mal schnell. So, Ist das und Thema weiter geht's. Schmerz hier ganz groß. Patienten, die sich hier vorstellen, werden im Rahmen des multimodalen Konzepts vorgestellt und entsprechend ihrer Krankheitsbilder eingeteilt. Sprich, man versucht den Patienten zunächst nicht operative Verfahren beizubringen. Sofern dies scheitert, komme ich als Neurochirurg ins Spiel. In meiner langjährigen Erfahrung bin ich häufig mit der Frage konfrontiert worden, muss eine Wirbelsäulenerkrankung primär operiert werden oder kann man dies auch konservativ behandeln? Diese Therapieoptionen werden dem Patienten hier beigebracht. Wir verfolgen das Prinzip, dass wir hier interdisziplinär arbeiten, minimalinvasiv und patientenorientiert. In den weiteren Ja, auch hier ein kurzer Stopp, weil ich immer noch finde, dass das ein sehr, sehr gutes Konzept ist. Also ich glaube, dass wir hier so ein bisschen, ja, ein einzigartiges Konzept haben. Hintergrund des DRK-Schmerzzentrums ist es eben, dass man nicht primär in eine Schiene geht und sagt, Patient geht direkt auf den OP-Tisch oder wie auch immer, sondern hier haben wir wirklich die Möglichkeit zu sagen, wir nutzen alle Fachrichtungen, die wir haben. Wir haben hier Orthopäden, wir haben Anästhesisten, wir haben Neurologen, wir haben Schmerztherapeuten, wir haben uns als Neurochirurgen. Das heißt, all diese Fachrichtungen beschäftigen sich entsprechend mit dem Patienten und dann sucht man halt eben das bestmögliche ja, Therapieverfahren. Das muss nicht immer operativ sein, das kann ebenso konservativ sehr, sehr gut funktionieren und aber auch andersrum gesättelt sein. Und das ist eben der große Vorteil an dieser Schmerzklinik. Heißt also, alle aus diesem Fachbereich beschäftigen sich mit diesem Krankheitsbild und dann wird zusammen eine Lösung erarbeitet, die bestmöglich für den Patienten eben fungiert. Videos werden wir euch das vorstellen und entsprechend präsentieren. Ich freue mich darauf. Viel Spaß auf meinem Kanal. Bis bald. Eine Sache zum Schluss, die ich fast vergessen hätte. Wenn euch die Beiträge gefallen haben, dann kommentiert sie gerne, liked sie, teilt sie, folgt mir auf Instagram. Ich freue mich auf euer Feedback. Mittlerweile ist es, wenn man so eine FFP2-Maske, da liegen sie da schon fast fremd. Ne? Es war eine Zeit lang irgendwie stetiger Begleiter. Finde ich auch irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Eine Zeit lang gehört es jeden Tag dazu. Und man hatte irgendwie in Griffnähe. Ja, jetzt mittlerweile hat sich das auch wieder alles geändert. So ist es bei uns letztendlich ja, hier in unserer Gesellschaft. Aber ja. Ja, Erklärvideos wird immer wieder gefragt. Könnt ihr mehr erklären, auch theoretisch oder praktisch erklären? Die verschiedenen Modelle haben wir da gesehen. Auch da sind wir dran. Wir haben die Rubrik Neurolehre ins Leben gerufen. Da haben wir auch schon angefangen, die ersten Posts zu machen. Das wird sicherlich im Verlauf nochmal mehr werden. Wir wollen mehr erklären und wir haben letztendlich auch ein, ja,
ein breites Feld an Medizinstudenten, Jungassistenten, Fachärzte, die natürlich da fachspezifischer beraten werden wollen. Aber da kann ich euch versprechen, da kommt in Zukunft noch viel, viel mehr. Ja, das war die erste Reaction, haben unser eigenes YouTube-Video erstmal kommentiert. Ich finde es ganz witzig, jetzt meine eigenen Videos nochmal retrospektiv zu sehen. Sagen wir, Sachen sind, die halt einem auffallen, die man primär vielleicht nicht so gesehen hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert gerne, like gerne, folgt uns gerne und ja, schreibt mir gerne, welches Video ihr gerne kommentiert haben wollt und dementsprechend werden wir versuchen, das so einzurichten.